Vermutlich die Heizungsanlage, die gegen 7 Uhr heute Morgen in Klein-Quenstedt in diesem Fachwerkhaus explodierte. Durch die schiere Wucht der Detonation stürzte ein Teil des Gebäudes in sich zusammen. Ein Nachbarhaus wurde beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Betreiben einer Propangasheizung diese Detonation ausgelöst hat. Es kam zu einer Druckwelle, wo Fenster und Teile des Hauses bis zu 50 Meter entfernt herausgeschleudert worden sind. In diesem Zusammenhang wurde eine Frau schwer verletzt im Haus. Sie konnte geborgen werden. Die Frau kam sofort in ein Krankenhaus. Ein weiterer Bewohner konnte sich aus eigener Kraft aus den Trümmern befreien. Das Haus droht einzustürzen. Momentan sind Kameraden des THW hier vor Ort. Sie prüfen die Statik des Hauses, um dann in weiterer Folge zu entscheiden, dass das Haus weiter begangen werden kann und die Untersuchungen im Inneren des Gebäudes fortgesetzt werden können. Erst dann steht fest, ob hier überhaupt noch etwas zu retten ist.